Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute soll es mal darum gehen, welche Vorteile ein Vaporizer bietet. Ich werde das Ganze ein bisschen detaillierter machen und auch auf eigene Erfahrungen eingehen, sodass ihr am Ende halt wisst, was die Vorteile sind, zum Beispiel im Vergleich zum Rauchen und ja, was der Vaporizer allgemein so für Vorteile bietet. Denn ich persönlich bin sehr begeistert von Vaporizern und kann diese auch nur wärmstens weiterempfehlen. Und ja, gönnt euch das Video, dann werdet ihr auch verstehen, warum. So, und zuallererst wird mein Vaporizer angeschmissen und zwar benutze ich den Vulcano Vaporizer. Das ist in dem Fall ein Tisch-Vaporizer, der nochmal ein bisschen mehr Leistung hat. Ihr müsst euch vorstellen, die kleinen mobilen Vaporizer, die haben halt einfach nicht so viel Leistung wie so ein großes Gerät. Ich hebe hier das Ganze mal hoch, damit ihr den mal sehen könnt. So sieht der Vulcano aus. Falls ihr noch mal ein Video zu dem Vaporizer haben wollt, also speziell zu dem Vulcano, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und wenn wir das Ganze hier so sehen, dann bringt mich das auch direkt zum ersten Punkt. Und zwar, Vaporizer erzeugen Dampf und keinen Rauch. Ist es natürlich deutlich besser, wenn ihr halt keinen Rauch in eure Lungen zieht. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass als ich angefangen habe, halt Gras zu konsumieren, wollte ich eigentlich nur Gras konsumieren. Und dabei wusste ich halt nicht, was es für Konsumformen gab. Mir hat irgendwie das Essen am meisten zugesagt, weil es halt kein Rauchen war. Aber da die meisten von meinen Freunden geraucht haben, habe ich einfach auch mitgeraucht. Und es gibt ja zum Beispiel Leute wie Open Mind, der hat einfach noch nie geraucht. Der hat einfach dadurch, dass er auf YouTube auch aktiv war und sich informiert hat, ist er einfach direkt zu Vaporizern gekommen. Das heißt, der Junge hat kein einziges Mal geraucht, sondern nur Vaporizer konsumiert. Und das ist ja auch eigentlich für die Leute, die einfach nur Gas konsumieren wollen und überhaupt gar nicht rauchen wollen oder vielleicht, keine Ahnung, denen das Rauchen auch nicht so wichtig ist. Weil für mich ist Rauchen nur Spaß. Also wenn ich rauche, dann rauche ich, weil ich den Spaß am Rauchen haben will. Weil ansonsten hat der Vaporizer deutlich mehr Vorteile, wie gesagt. Und es macht halt schon einen deutlichen Unterschied, wenn man von vorher täglich rauchen auf täglich vaporisieren und vielleicht ja alle 2 Wochen mal rauchen umsteigt. Ja, dass das wirklich einen sehr starken gesundheitlichen Vorteil hat. Und selbst wenn ihr nur einmal die Woche konsumiert oder was auch immer, es lohnt sich auf jeden Fall einfach auf das Rauchen zu verzichten. Und jetzt können wir auch mal zum nächsten Punkt kommen, den ich persönlich auch als extremen Vorteil empfinde. Und zwar ist Verdampfen deutlich effektiver als Rauchen und damit meine ich von der Wirkung her. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wenn ihr 0,4 Gramm vaporisiert, dann ist das so von der Wirkung her, als würdet ihr 0,8 Gramm rauchen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn eine Verbrennung stattfindet, dann sind das natürlich nicht gerade niedrige Temperaturen. Natürlich schwankt die Temperatur auch, je nachdem wie trocken das Gras ist, wie feucht, wie harzig, wie die Außentemperatur ist, wie der Joint gestopft ist, eher zusammengepresst oder eher lockerer, das macht halt nochmal Unterschiede. Das heißt, wir haben Temperaturen zwischen 800 und vielleicht 1200 Grad. Ich kann es natürlich nicht so genau schätzen, aber es ist auf jeden Fall deutlich heißer als ein Vaporizer. Denn ja, vaporisieren tut man eigentlich so zwischen 190, 210, manche auch 160 oder so. Also deutlich weniger Temperatur. Und da die meisten und wichtigen Wirkstoffe aus dem Gras halt überhaupt nicht so hohe Temperaturen brauchen, sondern die meisten schon bei unter 200 Grad, was natürlich deutlich weniger ist als 800 bis 1200 Grad beim Rauchen. Und das macht einen sehr, sehr großen Unterschied in der Effektivität. Deswegen ist Vaporisieren, je nach Vaporizer, es gibt natürlich bessere und schlechtere Vaporizer, manchmal doppelt so effektiv wie Rauchen. Und das, finde ich, ist ein, ja, auf jeden Fall sehr, sehr krasser Vorteil, weil wenn ihr bedenkt, zum Beispiel ich konsumiere so 0,3, 0,4 am Tag, ich bin im Monat also ungefähr so bei 10 bis 15 Gramm, je nachdem, wenn ich auch mal mit einem Kumpel irgendwie einen dicken Joint oder so rauche, dann ist es natürlich auf den Monat gesehen mehr, aber ansonsten eigentlich 0,4 Gramm am Tag. Und ja, das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn ich einfach nur noch die Hälfte brauche, aber auf die gleiche Wirkung komme,
Und ich finde, da spart man echt viel Geld. Und selbst wenn ein Vaporizer viel Geld kostet, je mehr man konsumiert, umso günstiger wird es oder umso mehr Geld spart man in dem Fall. Und wenn man sich einen wirklich hochwertigen Vaporizer kauft, dann hält er auch eher 5 Jahre oder mehr. Das heißt, ihr habt ein richtig treues Gerät am Start, was euch sozusagen noch eine sehr hohe Effizienz liefert. Und das finde ich ist auf jeden Fall kein schlechter Vorteil. Als sehr weiteren wichtigen Punkt sehe ich zum Beispiel auch, dass ein Vaporizer einfach nicht rauchen ist. Das hört sich jetzt für viele vielleicht ein bisschen komisch an, aber es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen der Wirkung beim Rauchen, also dem High beim Rauchen, und dem High beim Vaporisieren. Weil ihr müsst euch vorstellen, beim Vaporisieren entstehen keine Schadstoffe, beim Rauchen aber schon. Wenn ihr euch jetzt irgendwie Tee oder Knaster nehmen würdet, was ja an sich keine Wirkung hat, und ihr würdet das halt einfach rauchen, dann würdet ihr ja trotzdem irgendwas merken. Ich finde, man merkt immer so ein dumpfes Gefühl vom Rauchen und dass man so ein bisschen fertiger ist. Und zum Beispiel das hat man beim Vaporizer nicht. Dadurch, dass man halt keine Schadstoffe in die Lunge zieht, hat man einfach diese Nebenwirkungen von den Schadstoffen nicht. Das heißt, man hat das High so, wie es sein sollte. Also das Original-High. Das, was das richtige High ist. Das hat man ja beim Rauchen nicht, weil man, wie gesagt, noch andere Schadstoffe mitraucht und diese ja auch die Wirkung beeinträchtigen und eine eigene Wirkung haben. Und beim Vaporizer hast du das High so, wie es sein sollte. Weil auch für die Sorten macht das zum Beispiel einen enormen Unterschied, einfach weil diese Schadstoffe ja immer gleich wirken. Das heißt, wenn ihr Amnesia Haze raucht, dann habt ihr Amnesia Haze plus die Schadstoffe. Beim nächsten habt ihr zum Beispiel Lemon Haze plus die Schadstoffe. Und so weiter und so fort. Aber beim Vaporizer habt ihr genau die Wirkung der Sorte unverfälscht. Das heißt, da ist nicht noch diese Nebenwirkung dabei, die ja bei jedem Mal Rauchen gleich ist, sondern nein, es ist die reine Wirkung. Und die kann sich halt im Vaporizer viel, viel krasser entfalten. Und deswegen ist das High meiner Meinung nach auch einfach deutlich besser. Und das können bestimmt der ein oder andere Vaporizer-Liebhaber in den Kommentaren bestätigen. Und ich finde, ja, das ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil. Und auch für alle Leute, die vielleicht ein bisschen undercover bleiben wollen oder denen es vielleicht nicht so sehr gefällt, wenn andere Leute das mitkriegen, was man macht, denen kann ich auch einen Vaporizer nur empfehlen, weil ein Vaporizer hat den Vorteil dadurch, dass es halt, wie gesagt, ich werde es oft in dem Video sagen und ich habe es auch schon oft gesagt, ein Vaporizer ist halt einfach keine Verbrennung und eine Verbrennung stinkt auch einfach viel, viel mehr. Wer mal einen Joint im Haus geraucht hat, der wird wissen, der Geruch, der steht da Stunden, wenn nicht sogar noch länger drin. Ich habe zum Beispiel mal zu Hause bei meinen Eltern einen geraucht und habe dann eine Woche lang, eigentlich weil es Sommer war, immer die Fenster offen gehabt und meine Eltern sind nach Hause gekommen, die sind nach oben ins Wohnzimmer gegangen und das erste, was die gesagt haben, ist: Hier riecht es aber komisch, hier hat doch wer geraucht. Ich hoffe, ich mache euch Zuschauern jetzt nicht direkt Angst, aber wenn ihr in einer sehr kleinen Wohnung raucht, also was weiß ich, 30, 40 Quadratmeter, ohne dass ihr da ein paar Türen zumachen könnt, dann könnt ihr eigentlich safe sicher sein, dass eure Nachbarn das auch mitkriegen, weil das zieht einfach unter den Türschlitz raus und dann steht das im Flur. Man selber riecht es ja nicht, wenn man die ganze Zeit drin war und den Geruch gewöhnt ist. Aber ja, die Nachbarn werden es auf jeden Fall riechen. Und das ist vielleicht etwas, was man nicht unbedingt möchte. Und beim Vaporizer hat man einfach den Vorteil, es riecht zwar auch, aber es ist einfach deutlich schwächer. Und je nachdem, was ihr für einen Vaporizer habt, kann der Geruch auch relativ schnell wieder weg sein. Das heißt, würde ich auch sagen, nicht ein gerade zu verachtender Vorteil. Weil, wie gesagt, Rauchen, Alter, Rauch riechst du manchmal auch draußen 200, 300 Meter weit. Also, ja, das ist schon sehr, sehr auffällig, glaubt mir das. Und der letzte Vorteil, auf den ich noch gerne eingehen würde, wäre, dass man einen deutlich besseren Geschmack hat. Also ich persönlich merke jetzt beim Verdampfen, beim Rauchen, ich schmecke da allgemein nicht so viel. Ich hatte es ja schon mal in einem Video erklärt. Aber ja, der Geschmack ist einfach deutlich intensiver und besser. Und da das dem einen oder anderen ja auch durchaus wichtig ist, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auch ein guter Vorteil. Und ja, ihr könnt gerne noch eure Vorteile von Vaporizern, die ihr vielleicht so herausgefunden habt, in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Und einen Daumen nach oben auf das Video wäre natürlich auch nice. Und bis zum nächsten Video. Ciao.